Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfgangs Filmkritik und heute begeben wir uns etwas über den Boden, nämlich in die Berge, in die Alpen, auf eine Kletterpartie und zwar in Hailein, schau nicht nach unten. Hailein, schau nicht nach unten, geht ca. 81 Minuten, ist aus Frankreich aus dem Jahr 2009 und ab 16 Jahren freigegeben und erzählt die Geschichte von zwei Pärchen plus der Ex-Lover des einen Mädchen, also insgesamt fünf Personen, die von Frankreich nach Kroatien fahren, um dort eine Klettertour zu veranstalten. Dort angekommen spiegeln sich schon die ersten die Vergangenheit ein bisschen. Und darüber möchte ich nicht genau spoilern, inwiefern die Vergangenheit. Aber die aktuelle Situation zwischen dem Freund der Freundin plus dem Ex-Lover, diese drei, die sind schon, das ist schon vorprogrammiert, dieser Zwist. Und am Startpunkt dieser Klettertour angekommen, merken sie schon, ah, da ist irgendetwas faul, sollten wir nicht doch besser umkehren, denn ja, die Klettertour ist im Grunde genommen gesperrt, wie sie vor ihnen ein Schild sehen. Ja, aber der Anführer der Truppe sagt, macht euch nichts draus, ich führe euch schon durch diese Klettertour gefahrlos rüber und es wird schon nichts passieren. Und das war im Grunde genommen ein Fehler, denn die ersten Turbulenzen, die ersten Gefahren, die lassen sich nicht lange auf sich warten. Und da kommen schon, wie gesagt, die ersten Turbulenzen. Und als sie zu der Hängebrücke kommen, ja, die von A nach B führt, ja, dann haben sie eigentlich im Grunde genommen das große Glück, alle fünf heil noch auf der einen Seite anzukommen. Es gibt nur mehr einen Weg, nämlich die komplette Tour fertig zu gehen, denn die Brücke ist nämlich hinter ihnen eingebrochen. Wie soll es im Horror-Genre oder Horror-Thriller-Genre schon anders sein? Und als auch der Anführer der Truppe dann durch einigen weiteren Turbulenzen verschwindet, ist das Chaos perfekt und das Grauen oder die Angst um Leben und Tod, ja, die wartet schon im Voraus. Das ist im Grunde genommen die Geschichte von Hailein, schau nicht nach unten. Was macht der Film jetzt im Grunde genommen richtig? Er macht so einiges richtig. Die Naturlandschaften, die Aufnahmen sind wirklich wunderbar, die Effekte sind relativ okay, das FSK ist angemessen, die schauspielerische Leistung ist auch angemessen. Und was macht dieser Film so im Grunde genommen, was macht den Film gut? Ja, das ist eigentlich ein untypischer Horror-Thriller, nämlich dieser ist am Anfang stark, in der Mitte schwach und am Ende wieder stark. Das heißt, am Anfang haben wir das Thriller-Genre, das dann übergeht in das Horror-Genre, nur der Übergang ist ein bisschen zäh. Und da muss man sagen, so 5 bis 10 Minuten hätten den Film wirklich in dem Fall gut getan, denn diese 15 Minuten, diese ziehen sich wirklich wie ein Kaugummi und das ist das große Manko an dem Film. Dieser Übergang ist wirklich sehr zäh und man muss sagen, dieser Film hat sehr viele Gedankenlöcher. Ja, es gibt manche Situationen und manche Handlungen oder manche Aussagen, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie kann man das jetzt nur machen? Das macht der Film im Grunde genommen leider falsch. Wie gesagt, der mittlere Teil des Films ist etwas zäh und natürlich die gewisse Logiklöcher hat dieser Film auch. Aber sonst im Grunde genommen ein ganz ordentlicher Film, den man nicht so im Grunde genommen vom Film von Anfang bis zum Ende, von der Spannungsstrenge, noch nicht so wirklich oft gesehen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und so bekommt dieser Film als Horror-Genre, also im Horror-Thriller-Genre kann man sagen, oder dann kommen nur Blödsinn, als Horror-Thriller, so jetzt habe ich es, 6,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt ganz ordentlich und akzeptabel. Ein Film, den man nicht gesehen haben muss, aber der für ein Spätnachmittagsprogramm, wenn man mal keinen Film zur Verfügung hat, der wäre eigentlich ganz passend, 6 von 10 möglichen Punkten. Und das war's von mir. Ich hoffe, euch hat diese Review bzw. Kritik zu Hailein gefallen. Den deutschen Trailer findet ihr in der Infobox, ebenfalls DVD und Blu-ray-Link. Und alles weitere auch unten. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal ganz bestimmt. Und bis dato heißt es dann, tschüssi, baba.